Schaut euch das an, eine tote Leiche. Der Mord im Himbeerstrau. Oh ja. Oder so eine Brombeere. Und damit ein herzliches Hallo auf meinen Channel. Ich begrüße euch wieder recht herzlich und heute sind wir in Tribus, Tribuser See, Herbstrunde machen. Ja, der Sommer ist ja nun jetzt vorbei. Wie ihr seht, mal hier trotzdem mit mich immer ein bisschen so im Kreis bewege. Ich bin hier vorm Restaurant, wie heißt da? Restaurant Seeblick in Tribus. Und wir wollen jetzt schön spazieren gehen und ja, und ich möchte euch mal ein paar Eindrücke, ein paar Herbsteindrücke hier mal ein bisschen zeigen. Okay, das mache ich mal. Wer das noch nicht kennt hier in Tribus, hier ist natürlich auch vorm Seeblick, geht hier links eine Treppe runter. Da gehen wir jetzt mal runter und das ist nur so mal so ein kleiner Blick zum Tribuser See über der Terrasse hier, die sie ja auch neu gebaut haben da. Und ja, das ist ein schöner Anblick, denke ich mal. Und ja, weiter geht's. Sieht der Seeblick, Restaurant Seeblick von unten aus. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht, die Steine, finde ich. Ist zwar nicht, wie lange das hier schon ist, aber ist ja ein Haufen Arbeit gewesen, ne? Und ja, irgendwann mal werden wir jetzt wahrscheinlich auch mal da oben essen gehen. Zwinker, zwinker, mehr oder weniger oder auch nicht. So, und hier geht's weiter, liebe Leute. Hier finden sich ein paar Boote. Ist auch gleichzeitig ein Angelverein hier. Und ja, und hinten auf dem See, ja, da sind ein paar Angler. Ich denke mal, die fahren gerade raus. Angeln. Hier fahre ich euch mal was ein, wo ich eigentlich auch nur drauf warte, bis das irgendwann mal zusammenbricht. Ja, das ist hier ein Baum, der ist total ausgehöhlt, total vertrocknet. Irgendwann mal wird der hier ja einstürzen, vielleicht in sich zusammenfallen. Staune bloß, dass da halt noch kein Ordnungsamt dran war. Den hätte man eigentlich auch schon mehr oder weniger ja absehen können. So, vorne sind die Angler, wie ich gesagt habe, die mit dem Boot unterwegs sind. Und ja, und ganz vorne, da ist der Maddie, der Inge und der Ela und der Tommy. Der Tribuser See, ja, im Herbst hat auch was Schönes. Ja, die Bäume bekommen schöne Farben, schöne Herbstfarben. Die Blätter verändern sich. Ja, so sieht's aus. Was man auch hier sehen kann, hier sehr, sehr viele Eicheln, die hier rumliegen. Ja, sind hier ziemlich viele Eichelbäume. Oder was sagt man dazu? Oder Eichelbäume? Sagt man doch ja nicht dazu. Eichel? Buche, wa? Glaube, oder? Ach, ich habe jetzt keine Ahnung. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, Leute. Ja, könnt ihr mal raten, wo ich jetzt oder wo wir jetzt gelandet sind? Genau, an unsere Badestelle. Das ist nämlich unsere Badestelle. Und linke Seite oben ja, ist irgendwo ein Hubschrauber, der fliegt da irgendwo rüber. Ja, wir sind jetzt schon fast in der Mitte von der Hälfte angekommen und ist immer wieder schön. Ist immer wieder schön hier zu sein. Und wir sind gerne hier. Ist einfach mal ein schöner See und was ich jetzt hier so sehe, da ist halt nicht so schön. Oder Hubschrauber, der, ich weiß nicht, was der jetzt da oben macht. Und wo geht da wohl da runter oder was, wa? Sieht das so aus? Keine Ahnung. Ja, ist natürlich auch immer überall dasselbe, wa? Kriegt man hier mit die Flaschen, Suffflaschen, Bierflaschen, Schnapsflaschen. Ja, ist schade, dass es so was noch gibt und dass die Leute einfach mal nicht für Sauberkeit und Ordnung ja, halten. Ja, ist natürlich ein bisschen scheiße. Gut, okay, jetzt geht's weiter. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Also, das Ende vom See. Da hinten ist halt ein bisschen Schilf. Und ja, wir laufen hier weiter. Und da hinten ist dann noch so was mit Steinen. Das zeige ich euch dann auch mal. Und was man hier auch sieht, ist halt hier viele Bäume sind hier umgestürzt. Und ja, von den Stürmen, die ja nun waren. Und hier haben wir Pilze gefunden. Schaut mal. Das ist scheiße. Ich dachte, ihr habt keine Pilze dieses Jahr. Ach so, apropos Pilze. Wir wollen mal eine Pilze. Na, das können ja was werden. So, und das ist jetzt das, was ich gesagt hatte mit den Steinen. So ein kleines Bächele. Abseits vom See, beziehungsweise der See ist ja eigentlich hinterm Schilf und das fließt hier so schön lang. Ja. Und da vorne ist die Family. Leute, ihr werdet nicht glauben, Ela hat hier was gefunden. Ela, kannst du das mal kommentieren, bitte? Was soll ich da kommentieren? Das ist doch offensichtlich. Das ist eine Bene. Schaut euch das an, eine tote Leiche. Der Mord im Himbeerstrau. Oh ja. Oder so eine Brombeere? Ja, ob wir die Polizei rufen?
Mord der Barbie-Puppen. Ja. Oh ja, schlimme Ding. Mein Gott, was die nicht alle unterwegs bin. Eine tote Leiche. Ach, unseren Leichenfund sind wir ja hier nun auf der anderen Seite angekommen vom Tribusa See. Das sieht, ja, so sieht's aus. Auf der anderen Seite. Nur der eine oder andere, der wird's ja höchstwahrscheinlich kennen. Aber ich wollte euch einfach mal den gesamten See heute mal, ja, zeigen. So, wir kommen hier gerade vorbei an der Mauer. Was wird denn das hier mal für eine Mauer gewesen sein, Ela? Eine Quelle? Ach, das war hier mal eine Quelle. Kickt an. Ja, so, jetzt ist leider nun jetzt hier die Sonne weg und da ist auch wieder ein Baum abgebrochen. Sollte euch auffallen, dass der Jaden, unser kleiner Scheißer, nicht dabei ist. Der ist in der Schule. Ela hat gerade mal 2 Tage frei und ist meistens immer so immer eine Woche. Und da sind wir dann halt in der Woche Vormittag meistens immer so Achse. Und ja. Und schöne Grüße von uns allen an Jady. So Leute, mit diesen Bildern denke ich mal, beende ich halt mal diesen Ausflug heute hier, Tribusa See. Herbstrunde um den Tribusa See. Da laufen wir auch nochmal lang am Strand und da drüben befindet sich der Seeblick. Restaurant Seeblick, wo wir höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal essen gehen. Zwinker, zwinker. Den gab er nicht. Gut, Leute, lasst euch gut gehen und bis bald mal wieder.